Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Es ist Mondschein, ein RPG-Game, erstellt mit dem RPG-Maker, wie die Kenner des RPG-Makers vielleicht jetzt schon erkennen, RPG-Maker 2000, denke ich mal. Und ja, es ist eins meiner Lieblings- RPG-Spiele, also die jedenfalls mit den RPG-Maker erstellt worden sind. Und ich dachte mal, es ist wahrscheinlich nicht so bekannt und ich dachte mal, ich nehme mal wieder ein RPG. Naja, ich habe mir noch nie wirklich ein RPG zur Hand genommen. Also sprich, ein Rollenspiel. Und ich dachte, warum nicht Mondschein? Mondschein ist ein tolles Spiel. Es ist wirklich awesome. Ich finde es wirklich sehr schön. Und es hat seine eigenen. Es hat wirklich viele Sachen, die es zu einem. Ja, individuellen Spiel machen, die es besonders machen. Keine Ahnung. Ja, was. Ich laber mal wieder viel zu viel. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach an. Ich habe da schon mindestens zwei oder dreimal durchgespielt. Mal gucken, wie viel noch hängen geblieben ist. So, neues Spiel. Und wie bei jedem Spiel, das will ich jetzt auch nochmal erwähnen, ist es auch hier, dass dieses Spiel so eine eigene Art von Humor hat. Irgendwie so eine Art träge Humor. Ich kann das nicht beschreiben, aber es ist auf jeden Fall cool. So, man kann jetzt hier noch ein Tutorial machen. Das lassen wir einfach mal. Und spielen einen Schwierigkeitsgrad. Wir dürfen einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Lutscher, doppelte Erfahrung. Mehr ist da auch nichts dran geändert. Tja, was sind wir wohl? Lutscher oder normal? Eigentlich würde es sich lohnen, was ich jetzt nochmal sagen muss. RPG Makers sind vielleicht nicht die besten Spiele zum Let's Playen. Und damit es nicht allzu lästig wird, wird es nicht jetzt so aussehen, dass ich jedes Mal jeden Kampf da zeige oder wenn man öfter mal hin und zurück laufen muss, dass ich nicht jedes Mal den Weg zeige. Ich versuche das gut zu cutten, also das fair zu cutten, dass ihr nicht immer zu sehr euch langweilt bei diesem Projekt. Ja gut, Lutscher würde sich eigentlich deswegen lohnen, weil ich vielleicht auch ab und zu mal offscreen leveln würde, aber ich bin kein Lutscher, oder? Oh Mann, aber irgendwie, aha. Es würde sich einfach lohnen, dann müsste ich nicht so viel Offscreen spielen. Das ist einfach. Würde ich jetzt für mich das Spiel spielen und jetzt kein Let's Play machen, würde ich natürlich auf normal spielen, aber wir spielen Lutscher und ja, wir schämen uns. Tut uns leid. Gut, es fängt auch mit der Story an. Oder dem Intro. Ich wollte schon immer zu den Sternen. Alter Mann, geht die Klippe hinauf. Vor ihm der Sonnenuntergang. Sonnenaufgang, denke ich mal nicht. Sonnenuntergang irgendwie wäre jetzt passender. Egal. Er fängt an zu sprechen. Seit ich denken kann, wollte ich zu den Sternen. Pum, pum, pum. Kommt mir bekannt vor. Jede Nacht träumte ich davon. Soll vielleicht älter klingen. Ich träumte, wie ich zu den Sternen fliegen würde und. Oh Mann, ich kann das nicht. Ich lese einfach ganz mal. Ich träumte, wie ich zu den Sternen fliegen würde und die Wunde. Verdammt, jetzt habe ich es langsam gelesen. Egal, wie die Zeit vergeht. Es muss jetzt über 80 Jahre her sein. Verdammt, wie alt bist du? Als ich zum ersten Mal zu meiner Mutter sagte. Ja. Sehr mütterlich ausgesprochen. Kann ich Astronaut werden, wenn ich groß bin? Nein. Sicher, ja, klar, genau. Sicher, mein Schatz, ja. Was sollte denn Mutter sonst sagen? Schön. Ja, das ist einfach. Dann kann ich vielleicht mit Papa fliegen. Das sind einfach solche Dialoge, keine Ahnung, mir gefällt das irgendwie. Das ist so stumpf und träge und sehr schön. Seltsam. Wundert euch nicht, dass es momentan noch keine Musik da ist. Es ändert sich noch, aber ich weiß auch nicht. Die dachten wohl, das ist epischer, wenn keine Musik läuft. Ich dachte immer, ich hätte vor meinem Tod nicht die Zeit, um noch einmal über mein Leben nachzudenken. Was für ein Tod dachtest du denn? Egal. So viele Erinnerungen. Ich war ein sehr aufgewecktes Kind. Mit großen Augen. Ich machte meiner Mutter immer Kummer und Sorgen.
Kein Tag verging, an dem ich nichts anstellte. Mein Vater war nur selten zu Hause. Er war Kommandant eines Raumschiffes. Ich denke, da hatte ich immer den Wunsch, auch einmal zu den Sternen zu fliegen. Ja, bevor euch das jetzt abschreckt, es ist... Ach, lass mich überraschen, es wird jetzt nicht vielleicht neue Zeit... Ich sag einfach nichts, guckt euch an. Nachts fand ich immer Zeit, in den klaren Nachthimmel zu sehen und mich nach Vater Ausschau zu halten. Gerade noch so bekommen. Mutter vermisste ihn sehr. Und ich glaube, ich auch. Einige Jahre später, ich war gerade 17, kam dann endlich der schicksalshafte Tag. Der Tag, an dem ich lernte, die Treppen runterzugehen. Finn! Bla! Was ist? Guten Morgen, Sonnenscheinchen. Morgen. Viel Glück. Oh, du bist so eine liebe Mutter. Okay, so. Hier sind wir. Wir spielen Finn. Moment. Wieso kann ich das Menü nicht aufrufen? Okay, dann wollen wir mal kein Menü aufrufen. Warum sieht das da manchmal so komisch? Ich weiß nicht. Mein Computer muss wohl erstmal warm laufen. Ja, diese glitzernden Dinger, die ihr da seht, das sind Bierdeckel. Bierdeckel in diesem Spiel, naja, haben die für eine Bedeutung? Kann man schwer sagen. Ich hab's nie geschafft, alles einzusammeln. Es gibt hunderte von diesen Bierdeckeln in diesen ganzen Spielen und sie sind verteilt. Und naja, miau. Ich weiß nicht mehr, was man bekommen hat, aber anscheinend irgendwas super Tolles. Ich hab's nie geschafft und ich werde sie auch nicht sammeln, weil ich glaube, das ist einfach zu arg heftig. Und naja, hier können wir speichern. Das machen wir mal gleich. Und wow, wir haben endlich mal irgendwas Sound. Mäßiges. Und man könnte auch sagen, der Spieleentwickler war auch irgendwie ein bisschen, also die Spieleentwickler waren ein bisschen faul, weil man kann kaum Sachen ansprechen und es ist einfach diese träge Stil dieses Spiels, das ist einfach, mein Gott, wieso gehe ich mich? Das, mal gucken, wie es wieder bei den Aufnahmen aussieht. Noch ein Bierdeckel, ja. Man findet sie ziemlich oft. Es war der Tag, an dem ich mich endlich der Allianz anschließen konnte. Um der Horde entgegenzutreten. Was um? Moment, falsches Spiel. No. Okay. Ich hoffe, dieses eklige Laggen kommt nicht in den Aufnahmen vor. Sonst muss ich mir da noch irgendwas überlegen. Das kommt jeweils immer. Guck, jetzt. Jetzt kann ich ja frei rumlaufen. So ganz wunderschön. Aber sobald ich irgendwie ein bisschen scrollen will. Sieht das etwas, als ob ich Kacke am Stecken hätte. Was laber ich denn für eine Scheiße? Ja, wer jetzt vielleicht gerade das erste Mal reinschaut bei meinen Let's Plays. Ich rede des Öfteren mal so einen Schmarren. Ich laber. Ich habe manchmal irgendwie kleine... Ja, ich verspreche mich ziemlich oft. So, diesen Bierdeckel einsammeln. Das ist ja wohl nicht so schwer. So, gut. Runter hier. Igitt. Ich hoffe, es ist wirklich nicht in den Aufnahmen zu sehen. Wobei ich mich fragen sollte, wie es denn gehen sollte, dass man sie in den Aufnahmen nicht sieht. Egal. Runter hier. Lü. Kann ich gehen? Oder Katzen? Nein, ich kann gehen. Und so wunderbar schnell. Hust, hust. Oh, ein Vogel. Das ist echt eklig. Na gut. Ja, viel weiß kann man jetzt noch nicht zu dem Spiel sagen. Ich möchte jetzt auch noch nicht irgendwie spoilern oder so. Wir gucken einfach mal, wie das Spiel sich denn verhält. Noch ist es sehr ruhig, träge und ach, es ist einfach nur awesome. Glaubt mir, ich liebe es. Wie eklig das ist. Nein, hör auf. Pfui. Moment mal, Leute, ich mache mal kurz einen Aufnahmestopp. Ich versuche das mal zu beheben. Ja, hi Leute, ich habe diesen kleinen Fehler behoben und ja. Jetzt können wir ohne Probleme weiterspielen. Hooray! Hallo, wer bist du? Hallo Finn, heute ist der große Tag. Ja, heute kann ich mich endlich einschreiben. Na, wünsche ich dir viel Glück.
Danke. Du Typ, der mich kennst. Ja. In diesem Spiel ist es. Das gehört echt nicht zu den Spielen, wo du in jeden Schrank nochmal reingucken musst und so. Außer du siehst irgendwo ein Glitzern. Hallo Hund, hallo Hund, hallo Hund. Sag mir was, red mit mir. Danke. Jetzt bin ich glücklich. Hallo Levin. Hi kleines nerviges Mädchen, dessen Namen ich nicht mehr merken kann. Krieg mich doch, krieg mich doch, krieg mich doch, krieg mich doch. Ja, egal. Gut. Wir müssen uns jetzt hier einschreiben. Und ich spiele hier gerade wieder viel zu viel rum. Oh, ein Vogel, ein Vogel, ein Vogel, ein Vogel, ein Vogel. Er ist weg, schade. Ja, ich spiele hier gerade ein bisschen viel rum. Das passiert, glaube ich, das öfter mal. Hallo. Hi, Friend. Schreibst du dich gleich heute ein? Jupp. Ich wollte ja schon letztes Jahr, aber man kann sich ja leider erst mit 17 Jahren... Wenn diese Wörter, die ich mir auch immer nebenbei so ausdenke. Aber man kann ja leider erst mit 17 Jahren beitreten. Ich hätte mir auch schon überlegt, einzutreten, aber wie du siehst, werde ich den körperlichen Anforderungen nicht ganz entsprechen. Nicht ganz? Harter Diss, Finn. So, komm mir mal hier rein. Hallöle, ich geh mal kurz die Treppe runter und tschüss. Mhm, Bierdeckel. Die ich nicht sammeln werde, aber trotzdem sammle. Yes! Hallo, Finn? Hallo. Ach ja, heute schreibst du dich ja für die Ausbildung ein. Ha, genau. Na, dann viel Glück. Danke. Ja, das, ihr merkt schon. Vielleicht merkt ihr, was ich meine mit diesem trägen, seltsamen Humor. Es ist träge und seltsam. Und oh, oh, wer ist das? Oh, ist das? Die sehen komisch aus. Oh, oh, weird guys, weird guys, weird guys. Oh, lala, oh, lala. Oh, Bierdeckel. Okay. Manche kennen diese Person vielleicht. Das ist, glaube ich, Hauptcharakter von irgendeinem Final Fantasy Teil. Ich weiß nicht von welchen. Die auch in dieses Spiel hier als Easter Eggs, Verarschung, bla bla, Typen eingebaut sind. Sie sind. Ach, reden wir einfach mit denen, so. Wobei, reden kann man sich nicht. Ah! Finally, we've got arrived in the dawn. I was starting to get worried. It will be dark soon. Ja, ich könnte das jetzt. Ich übersetze das mal gleich einfach. Ich lese es einfach Englisch einfach mal vor. Dark soon? What are you talking about? It's never nighttime around here. Well, until we stayed in, anyway. Yeah, I always thought that was kind of weird. Ja, sie haben darüber geredet, von wegen, gut, dass es nicht Nacht wird, bla bla, es wird ja sowieso nie Nacht, bla bla, und, nur es wird Nacht, wenn wir, ins Inn gehen und so, und, ja, ich dachte immer schon, das wäre komisch und so, egal. Oh, Finn, da bist du ja, ich werde dich so vermissen, wenn du zur Allianz gehst, du weißt doch, dass ich nicht sofort weg bin, ich schreibe mich doch heute nur für die Ausbildung ein, na, wenn das so ist, hoffentlich nehmen sie dich, da mache ich mir keine Sorgen, viel Glück. Ach, diese komischen Menschen. Ja, ich. Es gibt sonst eigentlich nicht so oft, um hier was viele Sachen zu gucken. Finn geht zu Allianz. Finn geht zu Allianz. Das heißt nicht. Nee, Allianz. Das heißt nicht Allianz, sondern Allianz. Du dummer Hodler. Finn geht zu Allianz. Finn geht zu Allianz. Kopf kratz. Kopf kratz. Kopf kratz. Tschüss. Dummes Kind. Dummer Hodler. Ich mag Hodler. Ich bin gerne Hodler. Egal. Blablabla. So, ich laber Scheiße. Wie man es gewohnt ist von mir. So. Diese Typen sind es, mit denen wir reden müssen. Aber ich will ein bisschen rumalbern. Hallo? Bürgermeister Finn, du machst unseren kleinen Dörfchen. Keine Schande. Nein, mach ich nicht. Punkt. 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 Das ist echt so ein Punkt-Punkt-Punkt-Humor, wo man sich denkt, what the fuck. Ah, mach die Tür auf. Ich klopfe diese Tür zu Tode. Mach drauf. Okay, dann nicht. Hallo. Da rein, will ich. Hallo. Viel Glück, Finn. Danke. Okay, wo bin ich jetzt? Bierdeckel, 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 Bierdeckel. Oh, hier gibt's nichts. Gut, dann schreiben wir uns mal ein. Genug mit der Rumalbern. Ich muss jetzt los. Tschüss. Hallo. Ausbilder. Guten Tag, junger Mann. Haben Sie sich. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, der Allianz beizutreten? Nö, noch nie. Ja, habe ich. Und genau deshalb bin ich hier. Wunderbar! Wissen Sie, für welche Wette die Allianz steht? Ich sag einfach mal ja. Jupp, weiß ich halt genau. Ein Jahresausbildung erfahren? Nö, nö, nö. Nein, danke, ich bin voll informiert. Wollen nun der Allianz beitreten? Fehlt ein Sie oder ein Du? Oder willst du? Egal. Ja, will ich auf jeden Fall. Ja, will ich. Cool. Dann unterschreiben Sie bitte hier. Danke. Willkommen in der Allianz. Melden Sie sich in Halle. Melden sich in 2 Wochen im Ausbildungszentrum der Hauptstadt. Alles klar.
Was soll sagen? Du? Okay. Ja, das wäre auch das Erste, was wir gemacht haben. Lasst euch nicht. Dieses Spiel ist echt. Ja, ja, ja. Man kann es schwer erklären. Es hat seine eigene Art von Humor und bla bla bla. Es ist awesome. Lasst euch nicht täuschen von diesen ruhigen 15 Minuten. Und ich würde auch sagen, hier mache ich erstmal einen Cut. Das war's mit dem ersten Mondschein-Part. Ich hoffe, ihr seid noch nicht zu sehr von diesem ersten Eindruck. Vielleicht, wenn er euch zu träge erscheint oder so, lasst euch nicht zu sehr davon beeinflussen und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Denn das Spiel ist einfach nur cool. Gut, das war's fürs erste Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin draußen. Hehehe.